Ja, schönen guten Abend. Ich bin Michael Pretorius. Ich freue mich, dass noch so viele von Ihnen da sind. Und ich habe mir sagen lassen, das wird total lustig, weil ab 17 Uhr darf in dem Raum auch Alkohol getrunken werden. Insofern, ja, das erste Bier ist schon da. Mir hat wieder keins einer mitgebracht. Danke, nein. Ja, herzlich willkommen. Ich werde jetzt einen kleinen Vortrag halten. Die Präsentation müsste schon hinter mir laufen. Ich bin nicht Kurt Simon Harlinghausen, wenn wir auch oft dieselbe Mütze tragen oder zumindest die gleiche. Insofern freue ich mich aber trotzdem, dass Sie da geblieben sind. Ich werde Ihnen ein bisschen was zum Thema Social, Mobile und Local erzählen. Und nichts, was ich davon erzähle, erhebt den Anspruch von Vollständigkeit oder Richtigkeit. Sondern es sind einfach nur Thesen von mir, über die wir gemeinsam auch hier diskutieren können. Das heißt, ich habe auch den Kollegen gefragt, ob wir ein kleines Saalmikrofon haben. Das heißt, wenn Sie sagen, Sie müssen jetzt auf den Stühlen wetzen, weil Sie müssen ganz dringend was dagegen sagen, dafür oder parallel, dann heben Sie einfach die Hand und der Kollege wird Ihnen ein Mikrofon bringen und wir können einfach uns dann ein bisschen einschwingen. So, dann machen wir gleich mal die Probe, ob dieser Klicker funktioniert. Der klappt. So, Kurt Simon Harlinghausen habe ich trotzdem mitgebracht. Das ist der Herr hier links auf dem Bild. Den Herrn in der Mitte, den kennen Sie vielleicht. Und der rechts, das bin ich. Wir vernetzen uns immer auch so ein bisschen mit den Protagonisten aus der Online-Welt, um möglichst weit vorne dran zu sein. Und ich werde ein bisschen was zu mir erzählen. Ich bin Geschäftsführer von Noeo. Das ist eine Firma in München und Berlin. Wir entwickeln Redaktionssysteme mit sehr vielen Schnittstellen zu sozialen Netzwerken, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram und so weiter und so fort. Bauen für einige Medienunternehmen die Websites. Hier sieht man zum Beispiel das Beispiel des MGM-Channels, für die wir weltweit sehr viele Seiten machen. Hier sieht man eine kleine Gewinnspiel-App, die wir für Douglas machen in Europa, wo wir die Facebook-Kanäle pflegen. Oder hier noch ein Redaktionssystem, mit dem die Facebook-Seiten von O2 zum Teil gepflegt werden. Das war der Adbreak, der ist damit vorbei. Wenn Sie darüber mehr wissen wollen, dann einfach nachher zu mir kommen und mich mit Visitenkarten bewerfen. Und jetzt geht's ins Thema. Social, Mobile, Local. Wie werden Inhalte im Jahr 2015 erstellt und verbreitet? Ich habe extra eine Katze dazu gepackt, damit sie so ein bisschen eingeschwungen werden, was vielleicht kommen kann. Weil das ist das Einzige, was jetzt plakativ wird. Ansonsten wird es jetzt recht theoretisch. Also wenn der ein oder andere ein Mathematikstudium hat oder Conversion Rate Optimierung schon mal gehört hat an der Uni, dann sind wir voll dabei. Wenn Sie sagen, hä? Dann einfach unterbrechen und wir können drüber reden. So, Inhalte finden den Weg zu uns, ob wir das wollen oder nicht. Das ist der Schreibtisch von Mark Zuckerberg. Da steht drauf, stay focused and keep shipping. Das ist nett gemeint. Wir werden den ganzen Tag mit Push-Nachrichten genervt. Wir kriegen eine Freundschaftsanfrage. Es gibt frictionless sharing. Wir sind den ganzen Tag irgendwie in einem sozialen Netzwerk und reagieren darauf und sollen uns auf irgendwas konzentrieren. Gleichzeitig ist dieser Push aber etwas sehr Wichtiges. Es ist nämlich auch sozialer Klebstoff. Und dieser soziale Klebstoff, den wir da in diesen vielen Anwendungen drin haben, in diesen sozialen Netzwerken, ist gleichzeitig auch der Klebstoff, den wir manchmal als Viralität kennen oder der manchmal eben Traffic auslösen kann, eben manchmal dafür sorgt, dass wir uns Dinge anschauen, die uns wahrscheinlich gar nicht interessiert hätten, der uns in diese Filterbubble zieht, in der wir nur noch das mitkriegen, was in unserem Umfeld passiert. Dieser soziale Druck ist sehr, sehr wichtig und wird vor allem auch für den Bereich Journalismus sehr wichtig werden. Dazu kommt, Klammer auf, dass Unternehmen diesen Unternehmerjournalismus, Klammer auf, früher PR, mittlerweile sehr gut bespielen können und auf dieser Ebene gerade sehr viel lernen. So, zweite kleine kurze Slide, das kennen wir schon, das war das Frictionless Sharing von Facebook, weil ich auf Yahoo irgendeinen Artikel gelesen habe über Justin Biebers Mama packt aus, Selbstmordversuch, Drogenmissbrauch, bekomme ich sofort wenige Sekunden später eine Push-Benachrichtigung auf meinem lustigen Telefon, weil ein Kollege diesen Artikel, den ich gelesen habe, kommentiert hat. Und ich denke mir, hä? Was hat der? Ja, ich habe das gar nicht mitbekommen, weil mein Nutzungsverhalten wird automatisch irgendwo geteilt und ich frage mich dann, finde ich das okay? Finde ich das nicht okay? Die Medienunternehmen finden das total okay und finden das super, weil die sagen, jura, jetzt kriegen wir ganz viel mehr Reichweite, weil jeder Leser wird gleichzeitig noch zum Markenbotschafter und verbreitet viral, was er da so tut. Das ist ein Trugschluss. Da gibt es den Truthahn-Effekt. Der Truthahn, der sich freut, dass er immer fetter und fetter und fetter wird und gut gefüttert wird und irgendwann ist er tot, weil er gar nicht weiß, warum er gefüttert wurde. Und genau diesen Effekt haben wir bei diesen Frictionless-Sharing-Anwendungen, dass Medienprodukte, die aus Prinzip heraus etwas teilen und mich quasi als Klicknutte missbrauchen, ja, sehr schnell in der Reichweite wieder nach unten gehen, wie wir hier am Beispiel vom Washington Post Social Reader sehen. Wir sind aber in einem Prozess, wo wir auf der einen Seite von diesem Echtzeitweb sprechen. Es passiert alles irgendwie gleichzeitig. Und gleichzeitig sind wir auf der Kante zu einem
Predictive Web, nämlich was wird in wenigen Sekunden passieren? Was wird in 2 Stunden relevant sein? Was passiert da gerade? Weil wir auf der einen Seite durch unser Nutzungsverhalten sehr viele Daten zurückgeben in die Netzwerke, auf der anderen Seite durch Big Data mittlerweile sehr viele Informationen gleichzeitig aggregiert werden, aus denen man schöne Sachen machen kann. Diese 3 Symbolbilder symbolisieren so ein bisschen, was passiert in Richtung Traffic-Steuerung. Auf der einen Seite haben wir diese Echtzeit, was passiert jetzt in einem Netzwerk, was passiert jetzt in einer Community. Das zweite ist das, welche Interaktion findet statt. Wird ein Nutzer in irgendeiner Weise aktiv oder nimmt er diese Information einfach nur wahr? Dieses Thema liken, faven, retweeten, teilen, kommentieren. Ja? Das sind alles Interaktionen, die wir messen können. Und diese Interaktionen führen heute zu Algorithmen, sodass wir eben bei Facebook gewisse Dinge weiter oben sehen oder bei BuzzFeed sich eben zum Beispiel eine Startseite anders anordnen, weil es eben Interaktionen gegeben hat. Und aus der Kombination aus in welcher Zeit findet welche Interaktion statt, entstehen wiederum Leitungswege, die sich definieren. Nämlich die Tatsache, dass Inge Salm-Müller auf irgendeinen Link klickt, weil irgendwer im Freundeskreis den geliked hat und damit Traffic entsteht auf einer Website, die sonst vielleicht keinen Traffic gehabt hätte. Das kennen wir auch schon seit mehreren Jahren. Das bezeichnet man unter anderem als Dick-Effekt, als die Website dick.com, also ausgraben.com, wichtige Links nach ihrer Priorität gelistet hatte und manche Seiten, die oben gelistet waren, sind dann irgendwann eingebrochen, weil so viel Traffic gleichzeitig drauf war. Auch das waren schon frühe Mechanismen davon, die wir hatten. Also so ein bisschen der Weg, was war früher und was kommt jetzt. Schauen wir eins weiter. Wir merken mittlerweile, dass wir in so einer App-Ökonomie drinstecken und aus dieser Vielzahl von Apps entsteht eine situative Intelligenz. Situative Intelligenz bedeutet, ich gebe ein bisschen was von mir preis, zum Beispiel bei Foursquare, wo bin ich gerade, meine Geoposition, die ich mit einer Anwendung teile. Aus dieser Information wird vielleicht sogar ein Dienst. Wer von Ihnen kennt MyTaxi? Ja, wer ist schon mal ins Taxi eingestiegen, hat Hallo Manfred gesagt zum Taxifahrer? Weil man den kennt man ja jetzt. Ja. Hat jemand schon mal während des Taxifahrens seine Position geteilt? Sagt, ich gebe bei Facebook frei, wo ich gerade bin? Kann man machen. Dann erübrigt sich die Frage, wann bist du da? Sondern schau doch einfach nach, wo ich gerade rumfahre. Ja? Latitude zum Beispiel, genau. Oder eben auch das Ganze auf der Artikelebene, dass ich eben eine App habe, in der ich sehr viele Artikel aggregiere, ein Zeitungsformat noch habe, ein App-Format. So Anwendungen wie Flipboard sind mitunter ja ein Grund, warum wir in Deutschland über ein Leistungsschutzrecht gesprochen haben, weil es diese Aggregatoren gibt, die Medieninhalte in einer zentralen Anwendung bündeln. Auch das ist erstmal nichts Neues. Ist für viele jetzt aber noch auf dem Smartphone etwas, womit sie jetzt erst Spaß haben. Daraus entstehen sehr viele neue Daten. Die Kollegen von Google waren gerade da mit der Google-Brille. Wenn wir in die Android-Telefone schauen, dann haben wir dort keine Browser-Erkennung mehr, so in der Form, dass wir sagen, wir haben irgendwelche Cookies in den Browsern, sondern das Telefon an sich hat schon so viel Information über mich. Man kann kein Google-Handy benutzen, so richtig, ohne sich vorher mit einem Google-Plus-Account darin angemeldet zu haben. Google Plus ist ein soziales Netzwerk wie Facebook oder LinkedIn oder andere, die sehr stark in dieses Google-System eingebunden sind. Gleichzeitig habe ich in so einem Smartphone eine GPS-Ordnung. Ich habe eine Ortung über die IP-Adresse, wo bin ich gerade, wo bin ich örtlich eingebunden. Ich habe vielleicht noch Cookies zu einer Browsernutzung, ich habe vielleicht noch gewisse Merkmale in der App hinterlassen. Und es gibt in diesen Handys zunehmend auch mehr Sensoren. Wenn Sie sich zum Beispiel die ganze Smartphone-Reihe von Sony anschauen, die haben tolle Near-Field-Communication-Chips. Wenn ich das Telefon auf den Fernseher lege, springt das Video vom Telefon automatisch in den Fernseher hinein, was an Benutzerfreundlichkeit kaum noch zu übertreffen ist. Also sehr viel mehr Sensoren, die in der Interaktion auf einer gewissen Ebene zulassen, auf einer Örtlichkeit. Das muss aber jetzt keine lokale Bäckerei sein, sondern es kann auch das lokale Wohnzimmer sein. Also sehr viel mehr Interaktionen, die möglich sind. Ja, auf die Brille warten wir alle noch ein bisschen, haben wir schon gesehen, was damit alles möglich ist, so diese Mockups, die wir da so kennen. Ja, ich überspringe das mal ganz kurz. Die Frage ist jetzt, was bedeutet das alles für den Journalismus der Zukunft? Was haben wir da für Möglichkeiten in der Medienentwicklung? Und ich wage da einfach mal ein paar Prognosen und Sie sind herzlich eingeladen, dem Ganzen auch ein bisschen zu widersprechen. Das wird ein bisschen theoretisch, ich hoffe nicht minder anstrengend. Ich versuche mal ein bisschen in die Vergangenheit zu schauen und zu sehen, was ist eigentlich passiert, als wir dieses ominöse Internet bekommen haben. Damals so zu Beginn des ersten der ersten Online-Angebote hatten wir Verlagsangebote, die gesagt haben, hurra, wir sind jetzt auch im Internet. Das ist total schön und ihr könnt uns jetzt abonnieren und dann schicken wir euch eine Zeitung nach Hause. Zur selben Zeit haben Unternehmen angefangen, das Internet als Distributionskanal für digitalisierte Geschäftsmodelle zu erschließen. Also Immobilienplattformen, Kontaktbörsen,
alles Mögliche, ja, so Sachen wie eBay. Das hat einfach ein Geschäftsmodell erschlossen, das bisher bei den Zeitungen schon ganz gut im Print funktioniert hat, was aber sehr viel effizienter online funktioniert. Heute merken wir, dass sich die Verlagshäuser teilweise diese Geschäftsmodelle zurückkaufen und dort große Investitionen machen. Schauen wir so in die jetzige Zeit rein, dann merken wir, dass die Unternehmen, die damals die großen Hipster waren, gesagt haben, hey, wir sind jetzt auch bei Facebook. Hurra, du kannst jetzt unser Fan werden. Und viele von ihnen fragen sich, wozu? Was kann ich da jetzt Besonderes? Kann ich mich da jetzt besser beschweren? Kriege ich da ein besseres Produkt? Und gleichzeitig stellen wir fest, dass Unternehmen kommen, wie Airbnb, wie Nineflats, wie Etsy, die sagen, soziale Netzwerke sind kein Präsentationskanal wie eine Visitenkarte, wo ich sage, hurra, ich bin jetzt auch bei Facebook, sondern die auf dieser sozialen Vernetzung ein originäres Geschäftsmodell ausrollen, das ohne ein soziales Netzwerk nicht funktionieren würde. Und das ist der ganz große Unterschied, wenn wir da hinschauen. Dieses Geschäftsmodell hat im Analogen wesentlich ineffizienter funktioniert. Versuchen Sie heute mal, ohne eine Online-Plattform eine Wohnung in München oder Berlin zu finden. Sie werden ja wahnsinnig. Ja? Online-Dating, Riesenthema. Ja, und genau das Gleiche heute. Wir haben sehr viele neue Geschäftsmodelle, die versuchen, über soziale Netzwerke wesentlich effizienter zu werden. Social Media macht sich für Unternehmen dann bezahlt, wenn daraus eine dauerhafte Kundenbeziehung wird. Das könnte man so eigentlich als einen Satz hinschreiben, was der Return on Invest mit diesem ganzen Facebook-Kram soll. Eine dauerhafte, aktive Kundenbeziehung. Das bedeutet, in einer gewissen Dauer werde nicht nur ich als Person älter, als Kunde, sondern auch das Unternehmen wird älter. Das Unternehmen verändert sich in seinen Produkten. Aus Nokia wird irgendwann keine Gummistiefelfirma mehr, sondern Handyanbieter, und Nintendo verkauft keine Spielkarten mehr, sondern Videospiele. Und ich bin irgendwann keine 30 mehr, sondern irgendwann 40. Ja, das ist so die Veränderung. Und über soziale Netzwerke haben wir eine dauerhafte, aktive Kundenbindung, die wir in irgendeiner Weise spielen können. Auch als Verlage, als Journalisten. Wie sieht sowas aus? Jetzt wird es ein bisschen theoretisch, Verzeihung. Wenn wir in den letzten Jahren zurückschauen und schauen, was Verlage gemacht haben oder Unternehmen generell, dann hatten sie auf der einen Seite ein analoges Offline-Geschäftsmodell, das halt so funktioniert hat wie die letzten 30, 40 Jahre. Irgendwann hat man sich das Web erschlossen und hat gesagt, wir brauchen auch eine Website. Und irgendwann hat man dann noch gesagt, ja, jetzt machen wir noch irgendwie Mobile, jetzt gibt es ein Webportal oder wir bauen die ersten Apps. Und wenn man sich heute viele Verlagsangebote zum Beispiel anschaut, dann ist es ein analoges Printprodukt oder ein analoges TV-Produkt oder ein analoges Radioprodukt. Es ist eine Website, die mit diesem Geschäftsmodell weitestgehend überhaupt nichts zu tun hat, die etwas völlig anderes macht. Und wir haben zusätzlich nochmal eine dritte Ebene, nämlich die mobile App, die irgendwie monetarisieren soll. Aber diese drei Geschäftsmodelle sind weitestgehend isoliert. Und dann gibt es ein paar Unternehmen, die müssen so ein bisschen an den Zahlen sitzen und schauen da mal, wie spielt das irgendwie zusammen. Da gibt es dann das Thema CRM, also Customer Relationship Management, wer sind eigentlich die Kunden. Dann gibt es das Thema Tracking, also wie viele Zugriffe haben wir auf der Website, dann dürfen wir ein bisschen die App-Downloads zählen und so weiter und so fort. Dann kommen die sozialen Netzwerke dazu, die sich irgendwie so als Querschnittsfunktion oben drüber legen, wo wir sagen, ja, wir generieren jetzt auch mal Fans. Wir machen jetzt zusätzlich zu unserer Handyseite, zu unserer Handy-App, machen wir auch noch eine Facebook-Pinnwand. Und dann fangen Verlage auf einmal an, lustige Katzenfotos zu posten und schöne Geschichten zu machen und jeden Tag ihre Titelseite zu fotografieren und das bei Facebook hochzuladen. Die Sinnhaftigkeit dahinter überlasse ich jetzt Ihnen, das zu beurteilen. Aber das findet gerade statt. So, jetzt kommt eigentlich die nächste Ebene des Ganzen. Und zwar kommt nochmal, genau. Ich gehe nochmal eins zurück, Entschuldigung. Das Thema Mobile spielt nochmal eine größere Rolle. Das heißt, Social Media und Mobile werden zu zwei Querschnittskanälen. Das heißt, wir merken, dass die mobilen Plattformen zunehmend wichtiger werden, dass man eine Mobile-First-Strategie fährt in vielen Verlagshäusern. Wie die genau aussieht, ist sehr, sehr unterschiedlich. Ja, ein Radiosender tut sich mit einer Mobile-First-Strategie wesentlich leichter als zum Beispiel ein Fernsehsender oder eine Zeitung. Aber Mobile nimmt eine zunehmende Rolle ein, weil die Menschen einfach auf ihren Smartphones künftig mehr online gehen werden als auf einem Browser, ganz normal am Desktop, und weil vor allem Menschen in ganz anderen Nutzungsszenarien eine Website konsumieren können oder einen Online-Inhalt. Viele Menschen, die also den ganzen Tag nicht im Büro sitzen, die aber mit ihren Smartphones online erreichbar werden. Die nächste Etappe ist jetzt logischerweise ein objektorientiertes Online-Geschäft. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Auf der einen Seite haben wir die Offline-Geschäftsmodelle, auf der anderen Seite haben wir die Digital-Geschäftsmodelle. In der nächsten Konsequenz bedeutet das eigentlich, dass Verlagshäuser, Medienunternehmen ihre digitalen Geschäfte bündeln müssen. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Mobile, Desktop, Website, App,
sozialen Netzwerken, sondern das wird in Zukunft ein digitales Geschäftsmodell, wie das auch immer aussieht. Die müssen zusammenhängen und dazwischen sitzt ein Objekt. Über dieses Objekt werde ich gleich noch sprechen, was dieses Objekt ist. Und dieses Objekt ist das Bindeglied zwischen der digitalen Welt und der analogen Welt. Und die einzige Möglichkeit, aus diesen beiden Welten, die sich bisher nicht vertragen, ein einheitliches Geschäftsmodell zu fokussieren. Es gibt keine andere Möglichkeit. Was ist dieses Objekt? Hä? Objekt? Was könnte das sein? Was ist ein Objekt? Ja? Versuchen wir mal, das uns anders zu nähern. Sergey Brin, Gründer von Google, hat gesagt, Relevanz ist das Allerwichtigste. Was ist relevant? Mark Zuckerberg sagt, Relevanz ist das Allerwichtigste. Miriam Meckel sagt, this object cannot be liked. Relevanz ist nicht das Wichtigste, sondern es gibt noch eine gewisse Medienethik dahinter, die sich über die Algorithmen setzen muss. Mark Zuckerberg definiert Relevanz völlig anders als Miriam Meckel. Mark Zuckerberg definiert Relevanz in Algorithmen. Was hat besonders viele Likes bekommen? Was hat besonders viele Kommentare bekommen? Nicht alle Nachrichten sind likable. Ich kann nicht alles liken. Ich kann auch nicht alles kommentieren. Und nicht alles, was irgendwie gefällig ist, hat auch einen inhaltlichen Anspruch. Das merken wir gerade in der Diskussion, ob BuzzFeed die neue Form des Journalismus ist. Ist es eine neue Form des Journalismus, wenn wir den ganzen Tag Katzenfotos posten und nur noch Listen bauen? Die 10 wichtigsten Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das ist eher so eine, das kennen wir vom Boulevardfernsehen. Ist das die neue Form des Journalismus? Vielleicht. Vielleicht nach der Theorie von Mark Zuckerberg und Sergey, die sagen, ja, die Algorithmen definieren die Relevanz. Sicherlich nicht aber aus der Sicht von Miriam Meckel, die einen anderen inhaltlichen und aber auch technologischen Anspruch fährt. Und da sind sich auch viele Verlage und viele Journalisten uneins, ob sie sich in Zukunft vom Algorithmus diktieren lassen, was relevant ist, oder selbst ein Agenda-Setting weiterhin betreiben wollen. Also sind wir Trittbrettfahrer von Algorithmen oder betreiben wir Agenda-Setting? Und dann kommen wir wieder zu diesem Objekt. Was ist das Objekt? Das Objekt ist jede Form von Datum, eine Datei, ein Datensatz. Das Objekt kann der Nutzer sein. Das Objekt kann eine Geoposition sein. Das Objekt kann der Content an sich sein, ein Bild, ein Video. Das ist das, was wir heute schon bei Facebook sehen, dass manche Bilder sich besser teilen lassen als reine Textnachrichten. Das ist eine Objekt-zu-Objekt-Beziehung. Der Nutzer wird behandelt wie ein Objekt. Es gibt immer nur die Affinität. Welche Affinität habe ich zu dieser Nachricht? Welche Affinität habe ich zu Inge? Welche Affinität habe ich zu Mike Haas? Ja, das ist immer die Relevanz dahinter. Und die Affinität zwischen den Objekten betrifft wiederum die Relevanz. Ist ein bisschen kompliziert, ist aber ganz, ganz wichtig, weil daraus ergeben sich eigentlich zwei Formen von künftigen Journalismus. Und das betrifft den Lokaljournalismus, das betrifft aber auch jeden anderen Journalismus. Simon und ich, wir haben das mal vor ein paar Tagen bezeichnet als empirischen Journalismus. Das ist von der Begriffsdefinition nicht ganz richtig, wahrscheinlich aus dem journalistischen Kontext heraus. Wir haben es trotzdem mal so genannt. Das ist der recherchierte Journalismus. Das ist das, wo wir an Geschichten sitzen. Wir sagen, wir wollen Geschichten erzählen, die wir selber recherchiert haben. Da könnte man vielleicht sagen, die einen nennen das Qualitätsjournalismus, die anderen nennen das vielleicht einen Anspruchsjournalismus. Also das sind Dinge, die ein Algorithmus uns erstmal nicht vorgeben kann. Das sind die vielen kleinen Momente, die Kreativität ausmachen. Das sind die vielen kleinen Geschichten, die uns extrem Spaß machen, sie zu lesen und die erstmal technisch unabhängig funktionieren. Ich glaube, dass es diesen Journalismus weiterhin geben wird und dass er weiterhin eine sehr große Daseinsberechtigung haben wird, wenn auch mit sehr viel weniger Leuten, die in diesem Bereich des Journalismus arbeiten werden. These. Die zweite Form des Journalismus, die wir haben werden, ist ein sogenannter aggregativer Journalismus. Das sind also die Sachen, die wir den ganzen Tag sehen. Was sind die most trending topics bei Twitter? Welche Bilder gehen gerade besonders gut ab? Worüber reden Menschen gerade? Also ein Journalismus, der sehr stark auf Monitoring basiert. Was ist aktuell in meiner Leserschaft, in meiner Gesellschaft resonanzfähig? Was interessiert Menschen? Und nur Dinge, die überhaupt eine Resonanzfähigkeit haben, landen in der Redaktionskonferenz. Das Ganze aber mit einem hochgradigen Automatismus dahinter, deswegen auch aggregativ, das heißt Inhalte sind über verschiedene Netzwerke verstreut. Es können YouTube-Videos sein, es können Soundcloud-Beiträge sein, es können Blogposts sein. Sie kennen diese Tools wie Storyfy, ja, wo man sich alles irgendwie zusammenkleben kann. So können neue redaktionelle Angebote aussehen. Dazu kommt aber noch was weiteres. Wir reden hier sehr viel von datenorientiertem Journalismus und vor allem von nutzerzentriertem Journalismus. Was wir nämlich oftmals vergessen im Journalismus, ist, dass da ein Leser sitzt, ein Zuschauer, ein Zuhörer und wir diesem Zuhörer die Möglichkeit geben könnten, ihn an der Hand zu nehmen. So online ist nämlich gar nicht so einfach. Der klickt nämlich daneben und dann ist er wieder weg aus meiner Story. Also das, worüber sich Vermarkter
oder Werbekunden den ganzen Tag Gedanken machen, wie sie zum Beispiel eine Zielseite optimieren. Da klickt man auf so eine blöde Google-Anzeige und dann kommt man auf eine Seite mit Hundefutter. Was passiert als nächstes? Da würde sich ein Redakteur keine Gedanken machen, weil er sagt, ja, der liest halt jetzt 3 Minuten den Artikel. Ja, ein Vermarkter würde sich Gedanken machen, kauft er dann auch das Hundefutter? Also was passiert im dritten Step? Also eine sogenannte User Journey. Was passiert als erstes? Was passiert als zweites? Was passiert als drittes? Aus der redaktionellen Perspektive müssen wir uns fragen, können wir eventuell auch beim Lesen von Artikeln, beim Konsumieren von Audiobeiträgen, beim Zusehen von Fernsehbeiträgen den Nutzer an der Hand nehmen und ihn durch eine User Journey führen, eine kleine Reise mit ihm, auf der wir den Nutzer ein bisschen besser kennenlernen. Ich sage nicht nackig machen und auch nicht NSA-mäßig ausspähen, aber besser kennenlernen. Können wir in dieser kleinen Reise herausfinden, was den Nutzer interessiert, oder können wir noch viel wichtiger herausfinden, was ihn nicht interessiert und beim nächsten Mal, wenn er auf dasselbe Content-Angebot kommt, vielleicht ein auf ihn besser zugeschnittenes Content-Angebot aufbauen, und zwar automatisiert, über welche Möglichkeiten auch immer. Ja? Können wir in dieser Form, auch wenn wir wissen, wer es ist, so eine Art Mindsetting entweder erwarten oder prägen? Also sind wir hier wieder bei Miriam Meckel, die sagt, das ist mir völlig egal, wer du bist und was du bist, aber das musst du lesen, weil das halte ich für gesellschaftlich wichtig. Ja? Können wir vielleicht sogar erkennen, es sind Menschen, für die es besonders wichtig ist, dass sie diese Botschaft bekommen, weil es einfach unter dem gesellschaftlichen Wert steht. Ja? Also in diesem Strang sind wir eher so bei Mark Zuckerberg und bei Sergey, die sagen hier, alles Conversion Rate optimiert und alles digitalisiert. Im unteren Bereich sind wir eher wieder in so einer Zwischenform aus dem Anspruchsjournalismus, aber trotzdem irgendwie usergeführt. Ich versuche das mal so ein bisschen beispielhaft zu skizzieren, was man da machen kann. Es geht nicht mehr nur noch um den Content, der King ist, sondern es geht um den Real-Time-Targeted-Content. Also zur richtigen Zeit für den richtigen Nutzer die richtigen Inhalte zu haben. Das klingt unheimlich schwierig, ist aber in puncto eigentlich gar nicht so schwierig. Bei Radio zum Beispiel. Alle Radiosender haben Apps. In diesen Apps kann man wunderbar Musik hören. Theoretisch könnte man in allen diesen Apps tracken, wann der Nutzer das Radio ausmacht. Damit wüsste man eigentlich, welche Songs nicht mehr gehört werden wollen. Dann hätte man die sogenannten Tune-Outs. Auf Basis dieser Songs oder auf dieser Daten könnte man das Musikprogramm verbessern. Ohne irgendein Nutzerdatum zu erheben, zu fragen, wie er heißt. Würden wir den Nutzer sogar noch fragen oder die Geoposition abfragen, könnten wir sogar erkennen, aha, es ist vielleicht derselbe Nutzer wieder und er steht halt nicht so auf Bon Jovi. Also wir könnten das Produkt optimieren. Das Zweite, was wir haben, wir wissen von allen Zeitungen, dass die Seite 3 die wichtigste Seite ist. Warum ist die Seite 3 die wichtigste Seite einer Zeitung? Warum? Ist jemand von der Zeitung hier? Kein Zeitungsmacher da? Ja? Es ist die wichtigste Seite, weil es die Aufschlagseite ist, die man als erstes sieht. Das ist ein rein technischer Grund, der mit Nutzerfreundlichkeit was tun hat. Was bitte ist die Seite 3 auf einer Website? Ist es der Banner ganz oben? Ist es die Landingpage, die man sieht, wenn man bei Google nach einem gewissen Begriff sucht? Ich glaube, dass wir immer noch das Problem haben im Journalismus, dass wir unsere Seite 3 noch nicht gefunden haben. Warum hat eine gewisse Publikation 64 Seiten? Warum? Wer weiß das? Oder 32 Seiten? Warum? Das hat was mit Druck zu tun, weil die Druckbögen so gestaltet werden müssen, dass man halt nicht weniger drucken kann. Das bedeutet aber auch, dass wir nicht eine Seite weiß drucken können, weil es sähe irgendwie doof aus. Daraus hat sich über Jahrzehnte hinaus eine Chronistenpflicht entwickelt, dass wir halt 10 Artikel pro Tag schreiben müssen. Oder 20 oder 30 oder 40 bis zum Redaktionsschluss. Ob die wer liest oder nicht liest, ist uns dabei völlig egal. Die Zeitung muss irgendwie vollgeschrieben werden. Es gibt also keine Conversion Rate Optimierung, wo man sich Gedanken gemacht hat, braucht das überhaupt wer? Und da muss ich so ein bisschen zu den Inhalten kommen. Ich stelle mir die so ein bisschen vor, dass die so funktionieren müssen. Also erstmal müssen alle Inhalte künftig crossmedial sein. Nicht nur für eine Zeitung oder für ein Fernsehprodukt oder für ein Audioprodukt, sondern alle Inhalte müssen auf allen Plattformen funktionieren. Sie müssen immer zwingend zuerst online sein. Alles, was nicht zuerst online sein kann, kann man sich künftig komplett sparen. Das ist irrelevant. Inhalte müssen entweder likable oder shareable sein oder müssen irgendwie anders Interaktion hervorrufen können. Ob das immer gefällig sein muss, ist die andere Frage, vielleicht ist die Begriffsführung hier falsch, aber sie müssen irgendwie eine Interaktion auslösen können. Sie müssen modular aufbereitet sein können. Alles muss sich im Web verbreiten können. Früher haben wir Kugelschreiber bedruckt mit unseren Logos und sie verschenkt. Ja, heute haben wir Inhalte. Das sind digitale Streuartikel. Jeder Artikel, jeder Beitrag muss wie ein Streuartikel gebaut werden. Inhalte müssen embedfähig sein. Ja.
Medien brauchen ihre eigenen Programmierschnittstellen für andere, dass Blogger oder Unternehmen oder Werbekunden sich drauf können. Ich finde das so toll, da merkt man, da gibt Spotify zum Beispiel ein tolles Programm ab und dann können sich irgendwelche Unternehmen wie Eventim auf Basis einer Spotify-API eine total tolle Ticket-App bauen. Das ist total toll. Ob die jetzt Spotify Geld bezahlen oder nicht, spielt erstmal keine Rolle. Aber ich habe noch nicht festgestellt, dass sich der Baumarkt eine Schnittstelle für die Radio Hamburg-Seite gebaut hat. Warum eigentlich nicht? Vielleicht entstehen da vielleicht viel andere, spannendere Modelle. Also können wir mit diesen Inhalten auch irgendwie interagieren. Welche Rolle nimmt die Community künftig ein? Die Community ist auf der einen Seite erstmal Erfolgskontrolle. Weil wenn ich heute hier irgendeinen Bullshit erzähle und Ihnen sage, dass mein Twitter-Name @Pretorius ist, dann werden Sie gleich darauf reagieren und werden vielleicht öffentlich sagen, alles Mist. Und ich muss damit leben. Kann ich vielleicht auch. Vielleicht sagt aber auch Mike Haas, doch kein Mist, und twittert das auch. Und dann müssen Sie sich beide rumärgern. Ja, und ich bin dann irgendwann wieder raus. Gleichzeitig ist die Community Schlüssel zur Individualisierung. Das heißt, wenn ich mal weiß, wer mit mir spricht, kann ich auch ganz anders darauf reagieren. Ja, also wenn meine Community dabei ist, wenn ich die mal nach dem Login gefragt habe, dann geht das schon wesentlich mehr. Und diese sozialen Logins, die wir mittlerweile haben, Google+, Twitter, Facebook, sind ein Layer für digitale Geschäftsmodelle. Sie haben das vielleicht vor ein paar Wochen gelesen, dass Google künftig weitestgehend auf Cookies verzichten möchte. Da kann man sich jetzt fragen, haben Sie es jetzt kapiert, dass Sie Datenschutz stärker beachten müssen? Nein, Sie brauchen keine Cookies mehr, weil das Google+-Netzwerk mittlerweile so relevant ist, dass Sie die Nutzer ganz anders erkennen können. YouTube ist mittlerweile Google+, Gmail ist mittlerweile Google+, jedes Android-Handy ist mittlerweile Google+, wozu sollen die noch Cookies haben? Aber aus diesen sozialen Netzwerken entstehen gleichzeitig Layer für digitale Geschäftsmodelle. Wenn ich zu einer Plattform wie Etsy gehe, wo ich schönen Bastelkram kaufen kann, dann logge ich mich dort ein mit meinem Facebook-Account und will Mike Haas ein Weihnachtsgeschenk machen, dann sagt mir die Plattform, was Mike Haas mag. Ich muss mir gar keine Gedanken machen, ich muss nur eingeben, will ich 50 Euro oder 500 Euro eingeben. Ja, 25 gibt es leider nicht. So, also das sind so Möglichkeiten. Und jetzt ist die Frage, was mit dem dritten C passiert. Da merken Sie schon 3C, C, 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 Content, Community, Commerce. Die kommerziellen Aspekte entstehen beim Targeting. Wie gut kann ich meinen Nutzer erkennen, dass ich ihm ein Produkt anbieten kann, das er gerne mag? Ist es meine Zeitung? Ist es ein Produkt eines Werbekunden? Ja, das ist natürlich ein Spagat hier zum Thema Datenschutz, zum Thema Spam, zum Thema Erkennung. Das ist eine sehr, sehr dünne Linie, die wir gehen müssen. Und diese Linie wird dann interessant, wenn wir natürlich den Nutzer so erkennen, dass er das Produkt gerne annimmt. Freiwillig sich targeten lässt. Gleichzeitig können wir ein individuelleres Produkterlebnis damit fortführen. Das heißt, der Nutzer fühlt sich auch in der Hand genommen. Es ist ein Gemeinschaftserlebnis vielleicht sogar, dass ich meine Freunde mitnehme, dass ich sage, Mensch, wir hören gemeinsam Musik oder wir schauen gemeinsam fern, Thema Social TV. Vielleicht entsteht aber auch eine Begehrlichkeit, weil der einzelne Nutzer auf etwas zugreifen kann, was seinem Freundeskreis wiederum verwehrt wurde, weil dieser Nutzer in einer Art gamifizierten Vorgang sich gewisse Dinge erarbeitet hat oder eine andere persönliche Story hat. Wir können sehr viel von Videospielen dabei lernen. Also diese drei Bereiche sind enorm wichtig. Ein Beispiel, wie sowas aussehen könnte. Nehmen wir mal an, ich möchte etwas schreiben über den Mangel an Kindertagesstätten in München. Ich würde sagen, das ist ein relativ breites Thema, oder? Kindertagesstättenmangel in München. So, dann mache ich ein Google, ich schreibe erstmal so einen kleinen Artikel, mini, 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 irgendwas. Den habe ich irgendwo auf meiner Website und jetzt poste ich das bei Facebook, Google+ oder Twitter. Vielleicht ein bisschen dialogisch einladend. Hey, wer von euch hat gerade Schwierigkeiten, Kindertagesstätten in München zu finden? Wir haben hier mal eine kleine Liste aufbereitet, wo gerade was frei ist. Könnt ihr gerne teilen. Oder wisst ihr noch andere Plätze? Ich lade also meine Community ein, mitzumachen. Vielleicht schalte ich sogar eine Google-Anzeige, freie Kindertagesstätten in München, wo man draufklicken kann, wenn man nach Kindergartenplatz sucht. Vielleicht habe ich aber auch sogar eine richtige Targeted-Anzeige bei Facebook, nämlich auf junge Mütter. Ja, also irgendwie beschaffe ich mir meine Reichweite und dazu nutze ich einfach soziale Kanäle. Was mache ich jetzt? Ich baue dahinter eine sogenannte Landingpage. Ich mache also exakt das Gleiche, was Zalando macht, wenn sie mir Schuhe verkaufen wollen, nur dass ich es redaktionell mache. Ich baue eine Seite, die in ihrer Konversion so optimiert ist, dass der Nutzer von dieser Seite nicht mehr wiederkehrt und dass er dort irgendetwas tut, womit ich als Journalist etwas anfangen kann. Das heißt, ich fange zum Beispiel erstmal an zu tracken, von welcher Quelle kommt er. Kommt er aus einem sozialen Netzwerk wie Google? Kommt er aus einem sozialen Netzwerk wie Facebook, kommt er von Twitter, kommt über eine Anzeige. Ich lange mir manchmal an den Kopf, wenn ich Startseiten sehe von Zeitungen, wo ich oben drüber 12 Social Media Plugins sehe, wo ich diese Seite liken und twittern und sonst was kann, wo ich mir denke, warum? Erstens ist es eine Übersichtsseite, wo ich gar nicht einen einzelnen Artikel liken kann und zweitens, warum denn diese alle Netzwerke? Es gibt sogar noch Seiten, die haben noch sogar StudiVZ drauf.
Wenn ich den Nutzer von Twitter abhole, dann brauche ich ihm doch kein Facebook-Plugin zeigen, weil ich doch weiß, dass er von Twitter kommt. Das heißt, ich kann ihm eigentlich optimiert viel einfacher eine Interaktionsmöglichkeit mit Twitter anbieten. Wenn er von Facebook kommt, kann ich ihm ein Social-Plugin von Facebook anbieten und damit gar nicht mit was anderem nerven. Wenn er von Google kommt, kann ich ihm ein Google-Plus-Plugin anbieten. Aber ich muss ihn nicht immer durch einen Flipper-Automat an Buttons führen, wo er mir wahrscheinlich irgendwo abbrechen wird, weil er es nicht mehr kapiert. Vielleicht gibt es auch Nutzer, die haben überhaupt kein soziales Netzwerk gesehen. Die kamen über Google als Suchmaschine und sind mit allem anderen überfordert. Ja, also wie kann ich meine Nutzer möglichst genau abholen? Kann ich eventuell Interessen erkennen oder demografische Merkmale? Wenn der über eine Facebook-Anzeige kam, wo ich junge Mütter adressiere, dann kann meine gesamte Zielgruppenansprache hier auf junge Mütter gehen. Das heißt, mein Artikelfoto kann zum Beispiel sich an junge Mütter richten. Und jetzt merken Sie vielleicht sogar schon, wo ich hinaus möchte. Ich möchte nämlich versuchen, schon bereits ab dem ersten Klick ein Angebot auszuspielen, ein redaktionelles Angebot zum Thema Kindertagesstätten in München, das perfekt für diese Zielgruppe zugeschnitten ist, die jetzt gerade auf diesen Artikel kommt. Das bedeutet aber, dass es mir nichts bringt, 10 Artikel pro Tag zu schreiben zu 10 verschiedenen Themen, sondern ich muss Inhalte entwickeln, die a, ein bisschen nachhaltiger sind, die auch morgen und übermorgen und überübermorgen noch funktionieren, die vielleicht in Form von Datenjournalismus sich auch an Schnittstellen hängen, wo ich zum Beispiel auch in Echtzeit herausfinde, wo sind Kindertagesstätten gerade frei. Und außerdem bin ich im Moment, wo ich sage, wir verfassen künftig nicht mehr 10 Artikel pro Tag, sondern wir verfassen pro Tag nur noch einen Artikel, aber den aus 10 verschiedenen Perspektiven. Nämlich einen Artikel für junge Mütter, einen für junge Väter, einen vielleicht für Familien, die ein bisschen mehr Einkommen haben, einen für Familien, die ein bisschen weniger Einkommen haben. Und selbst wenn die nicht über soziale Netzwerke kommen, dann müssen Sie mal bei Karl Kratz schauen, das ist ein sehr guter Conversion Rate Optimierer, der zum Beispiel Erkennungsmechanismen gebaut hat auf Webseiten. Da ist nämlich nicht eine Klickstrecke mit 30 Bildern drauf, wo ich weiterklicke, sondern es ist eine Seite zum Runterscrollen und der analysiert in Echtzeit die Lesegeschwindigkeit. Und auf Basis von Subüberschriften erkennt er, aha, hier hat der Nutzer 20 Millisekunden länger verbracht, das scheint ihn wohl eher zu interessieren. Und im weiteren Verlauf der Website, die noch gar nicht sichtbar ist, wird der Content individualisiert für den Leser, den man gerade hat. Und wenn der Kunde weiter oder der Nutzer weiterklickt, wird das als Merkmal mitgespeichert, sodass man beim nächsten Mal auch wieder weiß, wer war dieser Leser? Für was hat er sich interessiert? Ja, das ist alles datenschutzrechtlich durchaus diskutierenswert. Total. Darüber können wir auch gerne jetzt diskutieren, weil das sind, wie gesagt, alles Thesen. Aber wir müssen uns ein bisschen trauen, unseren Kunden, unseren Leser, unsere Nutzer an der Hand zu nehmen, weil nur dann eine Individualisierung möglich ist. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, auf einer ethischen Ebene zu entscheiden, wie weit wollen wir in die Hand nehmen und wie weit lassen wir ihn alleine. Na? Da würde ich gerne die Diskussion aufmachen mit Ihnen, weil wir müssen mit Zeit. Ich habe extra gesagt, ich will schauen, dass ich in einer halben Stunde durch bin mit dem Vortrag, mit den Folien, weil da war viel dabei, was bei Ihnen vielleicht ein Fragezeichen aufruft. Gibt es an dieser Stelle Fragen oder wo wollen wir gleich in die Diskussion einsteigen? Mike, du schreibst mit. Komm. Wann? Wann wir morgen für einen Beitrag aus 10 Perspektiven? Wann schreiben wir morgen den Beitrag aus 10 Perspektiven? Ich glaube, die Frage muss jeder von Ihnen hier selbst beantworten. Ich glaube, dass es heute bereits geht. Also ich weiß nicht, ob es die generelle Tageszeitungsseite ist oder der generelle Radiosender, aber wenn ich mir anschaue, was wir mit Datenjournalismus bereits in der Vergangenheit für tolle Versuche hatten, also sowas wie von der SZ der Zugmonitor, oder die Fluglärmbeobachtung, dann war das ja bereits eine Anwendung, die funktioniert auch heute noch, obwohl die vor 1,5 Jahren mal entwickelt wurde. Also im Bereich Datenjournalismus können wir viele Sachen machen. Sollten wir also zum Beispiel bei kleineren regionalen Geschichten Dinge haben, die sich in ihrer Aktualität immer wieder verändern, lohnt es sich, diese anders anzufassen, als einfach nur einen Nachrichtenartikel, der über die dpa kommt, und dort eine User Journey drum umzubauen. Vielleicht ist es vielleicht sogar ein eigenes Angebot, das heißt Kindertagesstätten präsentiert von Abendzeitung München. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch ein Angebot, das man mit mehreren Zeitungsverlagen macht, wo man sagt, das ist so ein spitzes Thema, aber das funktioniert auch überregional, aber jeder recherchiert seine einzelnen Bereiche. Ich glaube, die Frage nach dem Wann kann ich dir nicht pauschal beantworten, weil es ist die Frage, in welchem Content bist du gut? Funktioniert, glaube ich, auch für Fachzeitschriften. Ja, funktioniert sicherlich auch, ich kann mir auch eine andere Geschichte vorstellen, nämlich wie haben sich die Autos in München verändert? Hat sich in Haidhausen verändert, welche Autos da rumstehen? Kann man eine Autogeschichte draus machen? Also die sich auch launig lesen. Die Frage ist, wo der Mehrwert immer für den Nutzer ist. Aber von der Zeit würde ich sagen, das kann man theoretisch sofort bauen. Haben wir noch ein Mikro, ein zweites? Gibst du es mir? Danke dir.
Mich würde interessieren, wie verdiene ich damit Geld? Okay, wie verdiene ich damit Geld? Also es gibt die schmutzige Variante und es gibt die saubere Variante. Die schmutzige Variante heißt, dass ich Familien, die nach Kindertagesstätten suche, so lange targete, bis ich genau weiß, wen ich habe und weiß, ich habe hier Kinder oder Familien erreicht, die haben höheres Haushaltseinkommen, sitzen in Heidhausen und haben gerade zwei junge Kinder im Alter von 4 Jahren. Das ist schon mal ein ziemlich gutes Werbemerkmal. Wenn ich das jetzt noch auf eine zweite Verlagsseite übernehme und theoretisch den ganzen Content und die ganze Vermarktung danach ausrichte, habe ich wahrscheinlich einen wesentlich höheren Advertisement-Preis, den ich verlangen kann, als wenn ich einfach nur irgendwie so eine Klickfleisch-Anzeige positioniere. Die zweite Möglichkeit, die wir haben, ist natürlich, dass wir sehr schnell im Bereich von News You Can Use sind. Also wo ich ein Serviceangebot biete. Und wenn ich mir anschaue, dass viele Verlage gerade an einer Paywall arbeiten oder die auch schon hochgezogen haben, wo aber Inhalte dahinter stecken, wo ich mich frage, und warum zahle ich dafür jetzt Geld? Wo ist die Individualisierung? Also allein schon eine Paywall bedeutet ja schon, dass ich mit Login durch muss. Dann kann ich auch ab dann ein individualisiertes Produkt anbieten, wo ich dann auch irgendwann einen Mehrwert dahinter sehe. Auch da kann man sicherlich Spotify als lohnendes Beispiel nennen, die zum Beispiel nur 25% ihrer Nutzer als bezahlende Nutzer haben, die eigentlich momentan im Illegalen abschöpfen, nämlich sagen, alle Menschen, die früher illegal Musik gehört haben, können jetzt umsonst Musik hören, die kriegen halt dann Werbung eingespielt. In England ist Spotify mittlerweile der größte Audiovermarkter und 25% der Nutzer bezahlen für ein Abo. Das heißt, wir haben Freemium-Modelle. Und je besser dieser Content ist, je serviceorientierter dieser Content ist, desto mehr bin ich bereit dafür zu zahlen. Es gibt Menschen, die kaufen sich eine Computerzeitschrift für 4,80 Euro, nur um darin eine Bestenliste von Fernsehern zu sehen. Theoretisch könnte ich auch sagen, gibt es im Web alles umsonst. Aber es gibt Menschen, die bezahlen dafür, dass ihnen das gut aufbereitet wurde. Und darin besteht ja auch ein journalistischer Mehrwert. Wenn ich den auch online so setzen kann, kann ich sicherlich auch hinter einer Paywall Inhalte ganz anders verkaufen als davor, weil dann eben auch ein persönlicher Mehrwert da ist. Und wie gesagt, sozialer Druck, Begehrlichkeit, Gemeinschaftsgefühl, ja, sozialer Layer, da ist mehr Möglichkeit drin, als einfach nur eine gleichbleibende, für jeden gleichbleibende Website. Gibt es jemanden von Ihnen, der schon so Ansätze probiert hat? Bereiche von Apps, von personalisierten Nachrichten-Websites? Erinnert sich jemand an die MSN-Website 1998? Erinnern Sie sich an die? Ich sage Ihnen, wie die aussah. Das war eine weiße Seite, da stand Microsoft Network oben drüber. Und dann konnte man auswählen aus der Kategorie Wirtschaft, Sport, Celebrity, welche Nachrichten man sehen wollte. Man musste sich also erst durch Kategorien klicken. Und wenn man damit fertig war, dann hat man eine völlig überladene Website gehabt mit Tausenden von Nachrichten. Das war damals personalisierter Journalismus. 1998, glaube ich, war das so, 99. War, bitte? Ja, und wir haben alle gesagt, wow, das ist Rocket Science. Ja? Und heute gehen wir auf Facebook. Und wer von Ihnen hat bei Facebook angeklickt, welche Nachrichten er lesen möchte? Hat irgendjemand gesagt, er möchte bei Facebook besonders viele Wirtschaftsnachrichten sehen? Ich habe den Button noch gar nicht gefunden, wo man das machen kann. Nein, den gibt es nicht, sondern man definiert, diese Seite wird einfach aufgebaut aufgrund meiner sozialen Interessen, aufgrund meiner Affinität zu gewissen Themen, zu gewissen Marken, zu gewissen was auch immer. Und Facebook entscheidet selbst, was da passiert. Ja? Und ich glaube, das ist der Weg zu sagen, unsere Medienprodukte müssen so gebaut sein, dass wir den Nutzer an der Hand nehmen und auch erkennen, was sie nicht interessiert und darauf ein bisschen personalisieren. Fragen an der Stelle? Ja, Mike? Du hast recht. Es ist in der Tat, geht es schon. Fox News Sports, ESPN, ABC, YahooSports.com geben dir schon jetzt als Radiofeed personalized Nachrichten aus 10 Perspektiven. Du musst nur dein Keyword eingeben, deine Mannschaft, und dann aus allen Artikeln, was sie dir geschafft haben, sei es written oder Audio-Content, wird dir direkt aufs Handy geschickt, damit du nie was von deiner Mannschaft verpasst und musst den ganz anderen Müll nicht haben. Und jeder Beitrag kommt. Also du hast recht, das ist schon jetzt im Einsatz. Das gibt es schon jetzt. Die Frage, die ich mir ein bisschen gestellt habe, wie machen wir das im Lokaljournalismus? Weil, was du gerade genannt hast, diese ganzen Themen wie Sports News, sind natürlich super, weil wir da auf eine sehr spitze thematische Ebene gehen. Und ich glaube, Sportjournalismus ist so ein Best-Szenario für Datenjournalismus. Da ist ja alles da, wie viel Ballkontakte und so weiter und so fort, egal welche Sportart. Und die Frage ist, was können wir da im Lokalen noch machen? Und dann habe ich mir überlegt, vorhin als dieses Thema mit dem Objekt kam, was ist so die Objektinteraktion? An Geodaten. Ich habe zum Beispiel hier in der Hose einen kleinen Chip, das ist ein sogenannter Fitbit-Chip. Weiß ich, ob sowas, wer kennt Fitbit? Kennt das jemand von Ihnen? Das ist ein Schrittzähler.
Na, das ist so ein kleiner, der zählt nur, wie viele Schritte ich gehe. Und das Ganze ist verbunden mit einer App, mit der man Kalorien zählen kann, zum Beispiel. So ein bisschen Weight Watcher für Arme. Und das Spannende dabei wiederum ist das, dass man in dieser App aber gewisse Nahrungsmittel auswählen kann, die gecrowdsourced werden. Das heißt, wenn ich jetzt Leberkässemmel eingebe, dann steht danach allen anderen Nutzern Leberkässemmel mit dem Kalorienverbrauch zur Verfügung. Und wenn man aber merkt, wie zum Beispiel, wenn Menschen zum Beispiel gewissen Krankheiten leiden, wenn sie Diabetes zum Beispiel haben, sind sie gezwungen, gewisse Diäten einzuhalten und ihr Einkaufsverhalten ganz bewusst nach ihrer Diät auszurichten. Und wir hatten neulich mal eine Diskussion in Berlin zum Thema das Internet ohne Websites. Was wäre zum Beispiel, wenn ich heute in meine Fitbit-App gehen würde oder in meine Rewe-App oder Müllerbrot-App und ich könnte dort für mich personalisiert als Michael Pretorius in die Bäckerei gehen und die Bäckerei würde mir sagen, das, was du heute essen willst, gibt es hier links in der Theke. Ich brauche noch nicht mal die Information, ob links oder rechts, sondern ich brauche nur die Information, wo ist der Laden, der die Zutaten hat, die ich heute brauche. Oder ich brauche Schnittstellen. Das heißt, das bedeutet aber für Unternehmen zum Beispiel wie eine Bäckerei, dass sie nicht nur ihre Preise auf einer Website bereitstellt, sondern dass sie eigentlich die ganzen Daten, nämlich wie viel Kohlenhydrate, wie viel Gramm Fett, wie viel Roggen, wie viel sonst was, irgendwo über eine Programmierschnittstelle bereitstellt, damit andere Applikationen wie Runtastic oder Fitbit darauf zugreifen können. Und auch darin kann künftig eine Leistung bestehen, bei Verlagen zum Beispiel, nämlich genau diese Schnittstelle hinzukriegen zwischen Unternehmen und Nutzern, die irgendwas machen wollen. Ich fand es sehr interessant, dass Axel Springer gerade Runtastic gekauft hat, eingestiegen ist, weil das genau so ein Fall ist. Da gibt es ein konkretes Szenario, nämlich Menschen wollen laufen auf einer Geoposition, nur wie können die nächsten Modelle drumherum aussehen? Das finde ich extrem interessant. Und ich habe das diskutiert die Woche, und hat jemand gesagt, du, aber Michael, was ist denn daran Journalismus? Und dann habe ich mich zurückerinnert ans Radio, wo es Verkehrsredakteure gibt. Und dann frage ich mich, Journalismus, da ist das Vorlesen von Staunachrichten, das ist nichts anderes als ein Datenfeed, wo eine akustische Service bereitgestellt wird, nämlich da liest jemand vor, wo Stau ist und wie viel Echtzeitverzögerung ich brauche, wenn ich nach Ismaning fahren will. Auch das ist, ich glaube, keiner würde daran zweifeln oder diesen Sendern den journalistischen Anspruch absprechen. Ja? Und wenn der Verkehrsredakteur einen Presseausweis hat, ist das völlig legitim. Ja? Aber wir werden einfach andere Formen von Journalismus sehen, genauso wie wir in den 80ern neue journalistische Formen gesehen haben, durch zum Beispiel Wetter- und Verkehrsredakteure. Wetter und Verkehr ist die beste Definition von Datenjournalismus, wenn man das Thema verstehen will. Und genauso wird es vielleicht in Zukunft eine Fit-for-Fun-Zeitschrift geben, die genau diesen Dienst überbringt, dass sie nämlich sagt, wir bringen eigentlich das Thema Nahrungsmittelindustrie, Geoposition und Fitness-App zusammen. Wir bereiten das mal auf. Also ich glaube, dass da gerade auf dieser Basis von Datenaufbereitung unheimlich viele Möglichkeiten sind. Und dann zu sagen, lieber Nutzer, geh doch in die Fit-for-Fun-App und geh doch mal durch München, dann zeigen wir dir, wo du wie was kaufen kannst. Das kann ein Service sein, der eventuell praktisch ist. Mir würden aber wahrscheinlich auch andere Szenarien einfallen für Autos, für Kfz-Werkstätten und sonstiges. Noch besser wäre was? Wenn du es gleich nach Hause gebracht bekommst, die ganzen Lebensmittel, die du essen darfst. Genau, auch das ist ja ein interessantes Beispiel. Also dieses Thema, wer bringt mir was nach Hause? Auch da ist die Frage, wo die Verlage oder wie der Journalismus wieder drin hängt, aber Verlage haben zum Beispiel auch ein bisschen Logistik dabei. MyTaxi macht das gerade, dass sie Same-Day-Delivery machen, dass sie sagen, wir fahren zwar normalerweise Passagiere von A nach B, Fahrgäste, aber künftig übernehmen wir auch kleinere Logistikleistungen, dass wir zum Beispiel eine Stereoanlage in einem Elektronikmarkt abholen und sie dann woanders hinbringen. Wie gesagt, da gibt es verschiedene Modelle und ich glaube, dass Journalismus in seiner Finanzierung immer ein Mehrsäulenmodell sein wird. Journalismus hat sich nie allein durch seine Inhalte finanziert, sondern immer durch Randgeschäftsmodelle, ja, nämlich diese Reichweite irgendwie zu monetarisieren, die man da hat. Und ich glaube, da gibt es viele Ansätze in dem Bereich, gerade beim Umgang mit Daten, was man daraus an Servicemodellen stricken kann. Noch eine Frage aus dem Publikum dazu? Diskussion? Ja, Sie haben es schon angedeutet. Bitte schön. Sie haben es schon angedeutet, aber mich würde interessieren, etwas konkreter, was für eine Rolle wird 2015 der Punkt Qualität im Online-Journalismus spielen? Vor allem das Userverhalten, gibt es schon Trends? Weil wir haben ja eine Unmenge von Daten und Informationen weltweit, dass die User dazu neigen, also Qualität auszuwählen. Also Qualität ist ein sehr subjektiver Begriff. Ich möchte in diesem Fall John Operati zitieren, der Gründer von BuzzFeed ist, der von zwei Netzwerken spricht. Und zwar im Sinne von er sagt, es gibt sowas wie CNN und sowas wie BBC und das sind sehr, sehr große Netzwerke mit sehr vielen großen Zuschauern. Aber es gibt zwei sehr viel größere Netzwerke und das eine ist das Board-in-Line-Network und das andere ist das Board-at-Work-Network.
Also zwei Zielgruppen, die eigentlich nichts anderes zu tun haben, gerade als irgendwo hinzuklicken. Für diese Zielgruppe, die an der Bushaltestelle steht und sich von einem Katzenfoto amüsieren will, spielt Qualität eine andere Rolle als für jemanden, der gerade in einer Suchmaschine ist und etwas googelt, ne, und eine Information möchte. Nämlich beim einen ist die Frage, hat mich das unterhalten, hat mich das von meiner Langeweile abgelenkt? Und beim anderen ist die Frage, hat mir das Suchergebnis oder die Seite, nach der ich gesucht habe, das richtige Ergebnis versprochen? Mittlerweile merken wir, dass auch soziale Netzwerke eine Suchfunktion ersetzen können, dass man bei seinem Freundeskreis mal fragt, hast du mal kurz ein Video für mich oder weiß niemand noch, wo das war? Und ich bekomme innerhalb von Sekunden Antworten, die eventuell sogar relevanter sind als die Antworten bei Google. Also Suchmaschinen entwickeln sich gerade zu sozialen Netzwerken und soziale Netzwerke zu Suchmaschinen. Die Qualität lässt sich ja auf mehreren Ebenen diskutieren. Ist die Qualität eine journalistische, inhaltliche Qualität oder ist die Qualität eine Kundenzufriedenheit? Fühlt sich der Leser nach dem Produkt so gut informiert, dass er für einen zweiten Klick bereit ist? Und was ist dieser zweite Klick? Momentan gibt es in den Content-Angeboten gar nicht diesen weiterführenden Klick. Momentan kann man Qualität eventuell in der Verweildauer messen, dass man sagt, ja, für den Artikel zum Lesen braucht man ungefähr 7 Minuten, 6 Minuten 50 hat er durchgehalten. Oder bei YouTube-Videos, wir haben eine geringe Bounce-Rate, das spricht für die Qualität. Oder waren die Kommentare darunter im Sentiment eher positiv oder negativ? Aber die Frage ist, hat es dem Nutzer etwas gebracht? War es ein Mehrwert? Diese Frage können wir bei vielen Nachrichtenseiten, bei klassischen zum Beispiel, nicht so leicht beantworten. Da sind wir eher im Bereich der Serviceportale, der Vergleichsportale, des Fachjournalismus, wo sich so eine Qualität leichter definieren lässt. Ich glaube, dass es für Qualität einen sehr, sehr großen Raum gibt. Ich glaube sogar, dass sie entscheidend ist. Ich glaube nur, dass die Qualität anders definiert sein muss, als im Sinne von, wir haben grammatikalisch schön geschrieben. War das von der Antwort? Nein? Ja? Okay. Gibt es jemanden, der sagt, alles totaler Käse, Zukunftsszenario, voll an die Wand gefahren und Helm aufgesetzt und die Erde verlassen? Ich hätte etwas, also als Frage etwas in die Richtung, und zwar haben wir jetzt viel von Journalismus und Redaktion gesprochen, aber sehr viel im Landingpage-Bereich, sehr viel im schriftlichen Bereich. Aber ein ganz großer Trend ist ja eigentlich auch Bewegtbild. Und Bewegtbild wird ja für eigentlich jede Online-Redaktion relevant heute. Ja. Und da würde mich mal interessieren, welche Trends sich dann da abzeichnen und muss dann eine Redaktion selbst die Contents produzieren oder ist es nicht viel reizvoller, einfach auch irgendwo Clip-Content von anderen zu bekommen? Was wird sich da entwickeln und wie wirkt sich das aus? Ich versuche mal jetzt in so Listen, bam, 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 drei Trends im Bewegtbildbereich zu machen. Ja? Kommt ja gut so Buzzfeed-mäßig. Also erster Trend ist, wir werden auch bei Videocontent eine stärkere Personalisierung haben, die in der Nutzererkennung liegt. Ein Beispiel dafür ist eine Anwendung Magine TV. Das ist eine iPad-App, mit der ich ganz normal fernsehen kann. ZDF, RTL und so weiter und so fort. Um diese App nutzen zu können, muss ich mich einloggen per Google+, per Twitter oder Facebook. Es gibt also keine Möglichkeit, sich nicht einzuloggen und fernzusehen. Was diese Anwendung damit ab der ersten Sekunde hat, ist entweder meine demografischen Daten oder meine Relevanz in Vernetzung. Also bin ich ein Zuschauer mit 800 Freunden oder 800 Twitter-Kontakten oder bin ich ein Zuschauer mit 5 Kontakten. Magine hat in Deutschland, soweit mir zugetragen wurde, ein paar tausend Beta-Tester gerade. Die Anwendung gibt es noch nicht. Und soweit meine Information stimmt, es ist diese Anzahl der Beta-Tester so relevant, dass sie, in der Anzahl, dass sie fast der GfK-Forschung entsprechen für die Einschaltquoten. Sollten wir mal davon ausgehen, dass diese Anwendung in den nächsten Monaten 5000 Nutzer hat, ist diese Anwendung bereits relevanter als die gesamte Einschaltquotenforschung. Das heißt, allein wenn alle Magine-Nutzer ferngesehen haben, stehen bessere Einschaltquoten zur Verfügung als mit diesen alten analogen Kästchen. Wenn ich ein Fernsehsender wäre, würde ich mich ganz schnell mit denen zusammensetzen, um darauf eine Programmoptimierung zu machen auf demografischer Ebene, was die Verweildauer angeht, was Abschaltquoten angeht und so weiter und so fort. Damit wird das Fernsehen vielleicht noch nicht besser, aber vielleicht wird die Werbung besser oder erträglicher. Vielleicht werden auch Sendungen besser. Der zweite große Trend ist das Thema YouTube, das mittlerweile jeder senden kann, ob er will oder nicht. Und dass daraus völlig neue Formate entstehen. Die sind nicht immer besonders grimmepreisverdächtig, aber sie sind auf alle Fälle reichweitenrelevant. Ein großer Trend dabei ist zum Beispiel Let's Play. Das sind also Videos, wo sich Jugendliche beim Videospielen abfilmen, das kommentieren und damit bis zu 4,5 Millionen Abonnenten bei YouTube erreichen und Viewzahlen pro Video, die größer sind als bei manchem lokalen Fernsehsender. Das ist hochgradig relevant. Und was diese Videos haben, ist eine sofortige Interaktion mit ihrer Community. Ich glaube, dass man sich bei Let's Playern gut absehen oder abschauen kann, wie künftig Videodistribution und Aktivierung einer Community stattfindet. Dazu eine kleine Videoempfehlung.
Suchen Sie mal bei Google nach Sascha Lobo, Republika und YouTube. Gibt es ein Gespräch, das wir dieses Jahr hatten, weil er gesagt hat auf der Republika, wir müssen als Blogger mehr machen, wir müssen mehr Leute erreichen. Wo ich gesagt habe, Sascha, was machen wir falsch? Die YouTuber können das sehr gut, wir müssen von denen lernen. Die können Reichweiten aktivieren, auf die wir keinen Zugriff haben. Google hat drei Creator Spaces gebaut, einen in Tokio, einen in Los Angeles und einen in London, wo alle YouTuber, die mehr als 10.000 Abonnenten haben, dort eine kostenlose Ausbildung bekommen, wie man gute Videos macht. Das ist für mich ein Kriterium, wo ich sage, da wird in Zukunft anderer Content kommen. Und Fernsehen kann in Zukunft wesentlich kostengünstiger produziert werden. Es wird nicht um die großen 4, 5 Millionen, 10 Millionen Euro Beträge gehen, aber die Marge ist wesentlich interessanter, weil ich mit wesentlich weniger Geld Formate produzieren kann, die eine höhere Marge haben und weniger Risiko haben als im klassischen Fernsehen. Die Zuschauerzahlen werden geringer sein und es wird mehr Formate gleichzeitig wahrscheinlich geben. Der dritte Trend ist die Aggregation, die Co-Creation, dass wir mittlerweile sehr viele Tools haben, wo wir auf CC-Lizenzbasis oder mit dem Einladen von Nutzern aus mehreren Inhalten neue Mashups kreieren können. Und dass damit natürlich Redaktionen, die nicht aus dem Bewegtbildbereich kommen, wesentlich leichter einen Videozugriff haben und Inhalte kuratieren können. Auch das Kuratieren von Inhalten, also sprich das Aufnehmen, das Einschätzen, das Neubewerten und neu zusammenführen, ist eine wichtige journalistische Leistung, die man sehr qualitativ hochwertig vollziehen kann. Und ich glaube, auf diese drei Bereiche muss man sich konzentrieren als Journalist, wenn man in den Bewegtbildbereich hinein will. Personalisierung, Aktivierung der Zielgruppe und die Aggregation von Inhalten. Ja? Haben wir noch ein Mikrofon oder sonst meins kurz? Ich habe schon. Die Diskussion vom Datenschutz ist so groß wie noch nie. Wie wird sich das in den nächsten 10 Jahren entwickeln, wenn man davon Personalisierung spricht? Spricht man ja eigentlich immer über eine gewisse Sammlung von Daten, die ja meist auch hinter dem Rücken des Users mitlaufen. Ja. Also Datenschutz ist ein Riesenthema. Datenschutz ist ein Thema, das so präsent ist wie nie. Auch da würde ich gerne aus der Historie kommen. Das Drucken von Privatadressen neben vollständigen Namen auf Papier und Verteilen in fremden Hausgängen, Telefonbuch, ist ein sehr altes und war nie ein Datenschutzthema. Hätte dieses Produkt es nicht gegeben und würde heute erfunden werden, glaube ich, würden wir darüber diskutieren. Meine Adresse, meine Privatadresse können Sie für 4,50 Euro im Internet kaufen. Das Haus, in dem ich wohne, ist bei Google Street View geblurrt. Die Adresse können Sie deswegen kaufen, weil ich im Handelsregister stehe als Geschäftsführer einer Firma. Ich kann nichts dagegen tun, dass meine Privatadresse im Handelsregister steht. Ich kann auch nichts dagegen tun, dass meine Nachbarn denken, dass die Fassade meines Zuhauses, in dem ich wohne, gegen meine Privatsphäre verstößt. Wem gehören die Informationen, die ich hier an Schritten zähle? Wem gehört die Information, wie viele Schritte ich heute gegangen bin? Ist das mein Recht? Gehört diese Information der Firma Fitbit oder der Firma, die das GPS-Signal in den Himmel schickt? Wem gehören meine Bewegungskoordinaten, wenn ich mit meinem TomTom-Navigationsgerät von München nach Berlin fahre? Gehören die der Firma Vodafone, die SIM-Karte drin verbaut hat? Gehören die der Firma TomTom oder gehören die mir? Wem gehören die Informationen, ob ich am Hermannplatz in Berlin bei einer Dresdner Bank 50 Euro abhebe, die ich beim Rewe in der Tierstraße in München wieder ausgebe? Wem gehört diese Information? Das sind alles Daten, die extrem wichtig sind, über die wir uns heute keine Gedanken machen. Gedanken machen wir uns darüber, was unsere Freunde bei Facebook sehen, was wir bei Google Plus teilen, weil wir zum ersten Mal in einem sehr klaren Interface sehen, was überhaupt von uns an Informationen besteht. Ich habe keine Information, was die Dresdner Bank alles über mich sammelt oder was TomTom alles mittlerweile über mich weiß, weil mir das nicht so offen liegt. Bei Facebook sehe ich das. Die logische Konsequenz, die ich dabei nur als Appell formulieren kann, als Appell an Sie alle, als Appell an die Politik, ist, dass wir eine Datenschutzregelung brauchen, die ein Selbstbestimmungsrecht über meine Daten formuliert, in der ich jederzeit Daten zurückziehen kann oder Daten stumm schalten kann. Wir haben mittlerweile Diabetespatienten, die ihren Finger auf irgendwelche Paletten drücken können, dann wird ein kleiner Blutstropfen genommen, es wird über Smartphones verschickt. Hochgradig relevante Informationen, ja? Wem gehören diese Daten? Diese Daten müssen künftig mir gehören. Und dafür brauchen wir eine europäische, vielleicht sogar eine weltweite Datenschutzregelung. Es gibt Theorien einer weltweiten Datenschutzbank, wie so eine US-Notenbank oder eine Notenbank, die das verwaltet. Da sind wir ganz weit davon weg. Deswegen sind wir momentan immer noch aufgerufen, uns selbst darum zu kümmern, was wir machen und was wir nicht machen. Aber dieses Thema wird zunehmend noch eine viel größere Rolle spielen.
Die Regie hat mir gesagt, meine Zeit ist um. Ich bin noch ein paar Minuten da, bilateral. Wenn Sie Lust haben, quatschen wir noch ein bisschen. Ansonsten danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.